Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich bin heute wieder am Ammersee unterwegs, an altbekannten Spots. Und in diesem Video geht es jetzt auch nicht darum, das schönste und tollste Foto zu machen, sondern ich begebe mich einfach auf Fototour, um ein paar vernünftige Bilder einzufangen. Gut, das Beste kommt eh nicht dabei rum, weil wir haben jetzt keinen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Da mache ich eigentlich meine schönsten Bilder. Aber ich möchte einfach eine coole Zeit verbringen, alleine in der Natur. Und darum geht es jetzt in dem Video. Und es freut mich umso mehr, wenn ihr euch das mit anschaut, um euch ein bisschen ablenken zu können. Beginnen möchte ich hier auf dem ersten Steg, hier ein einigermaßen symmetrisches Foto hinzukriegen. Die Sonne ist ja schon lang da vorne aufgegangen, macht aber nichts. Hier ist noch ein bisschen morgenreif auf den Planken zu sehen. Vielleicht kann ich das ja einigermaßen einfangen. Und ich werde jetzt auch eine Langzeitbelichtung anfertigen, weil das mache ich einfach total gerne am Wasser, damit das Wasser schön geglättet ist. Ja, starten wir mal mit dem ersten Foto und dann geht es gleich weiter zum nächsten Steg. Und um eine Langzeitbelichtung anzufertigen, braucht man Filter. Entweder die Schraubfilter oder ich habe halt das Steckfiltersystem. Das altbewährte von Haida. Schraube ich gleich mal drauf. Zack, das sitzt. Da es relativ hell ist, werde ich den 3.0 ND-Filter draufschrauben. Der erlaubt mir eine tausendfach längere Belichtungszeit. Zack. Nummer 1 sitzt. Da ich jetzt ja keine Sonne im Vordergrund habe, beschränke ich mich jetzt nur auf ein Drittel Himmel und auf zwei Drittel Steg. Und ich fokussiere im manuellen Fokus vorne die Spitze des Steges an und ziehe den Fokus manuell, bis der Knack scharf erscheint. Das ist gar nicht so easy, finde ich immer. Aber jetzt sollte ich ihn getroffen haben. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt nochmal einen ND-Filter vorne draufschrauben, um vielleicht ein kleines bisschen die Wolkenzieher schöner drauf zu bekommen. Jetzt beim Rumfummeln sollte man nicht am Objektiv rummachen, dass der Fokus eben noch erhalten bleibt, den ich gerade gezogen habe. Boom, jetzt habe ich zwei Filter drauf, ein 1.8er und ein 3.0er. Jetzt ist natürlich stockdunkel, wenn ich ins Display reingucke. Und ich werde die Belichtungszeit steht jetzt hier bei mir auf 30 Sekunden und ich sehe nichts. Es ist einfach nur schwarz. Das heißt für mich, ich baue jetzt noch den Funkfernauslöser drauf, um länger als 30 Sekunden belichten zu können, also im Bulb-Modus. Hier bei der Kamera A7 III nutze ich den Funkfernauslöser von Aodelan und den stecke ich hier ganz unten rein in diesen Multi-Port, schalte den an und gehe in der Fernbedienung auch direkt, wenn ich die angemacht habe, in den Bulb-Modus. Oh schön, der Akku ist gleich leer von dem Funkfernauslöser. Wieder gut vorbereitet. Okay. Aber was total geil ist, ist, das Wasser ist so glasklar, man kann bestimmt 3-4 Meter tief hier gucken. Das ist echt, man sieht den Grund so schön. Ja, das erste Bild mache ich jetzt mal 3 Minuten lang, da ich ja zwei ND-Filter draufgeschraubt habe, also den 3.0er und 1.8er. Das mache ich jetzt auch erstmal so nach Gefühl, wenn 3 Minuten zu kurz sind, weil das Bild zu dunkel ist, ja, muss ich halt nochmal kurz warten. Und man sieht hier ganz schön im Display, könnt ihr das sehen, wie die Zeit abläuft. Ich bin jetzt hier bei 30 Sekunden und das ist schon ganz angenehm bei dem Funkfernauslöser. Der macht hier auf dem Steg eigentlich auch Sinn, damit ich mich auch ein bisschen von der Kamera wegbewegen kann. Weil wenn ich mich jetzt hier auf den Planken bewege, wackelt das Stativ. Somit wird es ein unscharfes Bild. Jetzt stehe ich zwar hier gerade hinter der Kamera, muss halt stillhalten. Dadurch, dass die Sonne da hinten aufgeht, rückt der Steg jetzt auch zunehmend ins Sonnenlicht. Und das kann auch ganz schön aussehen. Jetzt habe ich gleich die 3 Minuten auf der Uhr. Bam, jetzt werde ich mal den Auslöser betätigen
und mir das Bild anschauen. Jetzt kam gerade ein anderer Fotograf hier zu diesem Steg und hat mich angeguckt. Ich stehe hier mit zwei Stativen und man muss sagen, Respekt. Er ist einfach umgedreht, weitergelaufen zum nächsten Spot und hat sich hier nicht einfach mal auf den Steg gedrängt, direkt neben mich. Es gibt halt so eine Regel, wer als erstes da ist, bleibt. Oder man reiht sich daneben ein und drängt sich nicht in den Vordergrund. Also so würde ich es zumindest nicht machen und er auch nicht. Coole Aktion von ihm. Dankeschön, unbekannterweise. Jetzt ist er schon wieder ab. Ja, vorhin war ich auf dem Steg da hinten. Jetzt bin ich gerade mal 50 Meter weiter gelaufen, um den nächsten Steg zu fotografieren. Und zwar ist dieser Steg jetzt hier auch mit Morgenreif bedeckt. Die Sonne fällt gerade drauf. Das dauert vielleicht noch 10 Minuten, dann ist er auch richtig schön in der Sonne. Und das Zusammenspiel Sonnenlicht und dieser Morgenreif gefällt mir ganz gut. Und da möchte ich jetzt auch wieder ein Foto machen. Wieder mit den zwei ND-Filtern, da ich die Wolkenformation ziemlich schön finde und die möchte ich gern verwischt darstellen lassen. Ja, gehe ich es jetzt mal an. Hä? Die Sonne fällt jetzt hier schön auf den Steg und es glitzert so richtig schön. Muss hier natürlich auch wieder in den Bulb-Modus. Boom. Fresh, es ist trotzdem nice. Die beiden Stege habe ich hinter mir gelassen, bin das Ufer jetzt nördlich hinaufgelaufen und möchte als nächstes diese paar Bootshütten hier fotografieren. Aber zuallererst muss ich eine wichtige Sache machen. Okay, jetzt habe ich den linken und den rechten Daumen frei. Und kann meine Kamera bedienen, auch mit diesen Handschuhen, die ihr Geld nicht wert sind. Ja, und das ist jetzt hier mein nächstes Motiv. Das möchte ich einfangen. Ich mache es auch wieder vom Stativ. Da ich viel zu wenig mit dem 70-180 fotografiere, möchte ich das jetzt mal machen bei diesen Bootshütten. Schnell die Objektive wechseln. Sensor schön nach unten halten. Zack. Läuft. Bei dem Foto ist mir jetzt nicht nur wichtig, die Hütten zu fotografieren, sondern das Ufer auch irgendwie mit, ja, in das Bild zu integrieren. Und ich habe mich jetzt entschieden, ein paar Meter zurückzulaufen, um diese schöne Rechtskurve vom Ufer mit in dem Bild festzuhalten. Also es macht so eine schöne Krümmung und es läuft rechts unten aus der Ecke raus und tschuk, richtet meinen Blick automatisch in Richtung Bootshütten. Ja, so werde ich es machen, so ist das ganz cool. Bei dem Bild möchte ich jetzt auch die Wellen etwas glätten. Habe natürlich keinen Filterhalter für das Tamron dabei. Da mache ich es halt mal wieder auf meine Ghetto-Methode. Und zwar halte ich jetzt den Filter einfach nur vor das Objektiv. Versuche jetzt nicht zu wackeln, löse aus. Und versuche jetzt mein Glück. Mal schauen, ob ich meine Finger aufgenommen habe. Ja, kann ich mitarbeiten mit der Methode. Wahnsinn. Geht tatsächlich. Fotografie hat ja bei mir auch ein bisschen was mit Jagen und Sammeln zu tun. Ne? Ohne ein Bild heimkommen ist irgendwie madig. Und man braucht halt echt Geduld, muss man echt sagen. Wenn man die nicht hat, kommt meistens Scheiße raus. Und zu guter Letzt nehme ich jetzt noch vielleicht den bekanntesten Fotospot hier am Ammersee auf. Und zwar ist es diese Bootshütte hinter mir. Auch
Auch hier bei dem Bild werde ich so machen, dass ich das Handgeländer als Linienführung zu Hilfe nehme und lasse das links und rechts in den Ecken starten. Dann läuft der Blick direkt in die Mitte auf die Bootshütte zu und das ist das Ziel. Was hier für mich jetzt auch Sinn macht, ist wieder einen D-Filter zu verwenden, weil die Sonne ist so stark gerade über der Hütte. Und bevor ich den ND-Filter jetzt reinstecke, fokussiere ich erstmal manuell vorne auf die Hütte. Ist echt schwer zu beurteilen, weil ich direkt gegen die Sonne hier shoote. Aber ich bin guter Dinge, dass das ganz gut wird so. Auch diese Fototour geht jetzt mit dieser Location für mich zu Ende. Ich freue mich, wenn ihr bei den nächsten Videos mit dabei seid. Abonniert gerne meinen Kanal und läutet die Glocke, dann kriegt ihr gleich mit, wann mal wieder ein neues Video online ist. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee. Wir sind direkt nach dem Kindergarten nochmal los zu einem Steg. Ja, jetzt so führe ich sie an die Fotografie heran. Sag mal Hallo, Marie, in die Kamera. Hallo!